So Leute, der erste Akku ist zu 50% ungefähr verflogen. Hier ist ein richtig cooles Plätzchen, aber ich muss mir jetzt mal eine Wechselstellung suchen, weil hier kann ich nicht bleiben. Ich werde hier zusammengefressen von den Mucken. Eine Bremse hat mich schon ins Knie gestochen, mein Oberschenkel ist verstochen, ich bin komplett kaputt. Ich habe Blut am Knie von der... Ich hatte es doch nochmal gepackt und bin rausgefahren. Will nochmal ein bisschen mit der Abarth H2 fliegen. Heute Mittag war das Wetter ja wirklich bescheiden. Es hat nur geregnet und gestürmt. Ich habe nicht gedacht, dass ich heute nochmal raus kann. Aber jetzt habe ich die Gunst der Stunde nochmal genutzt. Bin nochmal hier in die Pampa gefahren, habe ein freies Plätzchen gesucht, wo mich keiner stört. Ja, und so fliegen nochmal ein, zwei Akkus. Was mir nochmal wichtig war zu sagen ist, vor der Kamera zu sprechen ist für mich eigentlich überhaupt nicht so einfach. Ich war eigentlich die ganze Zeit immer hinter der Kamera gestanden, habe andere Leute gefilmt. Aber ich habe richtig Bock auf dieses YouTube-Projekt und ziehe das jetzt einfach mal durch. Mal schauen, was daraus wird. Es ist für mich, wie gesagt, schwer vor der Kamera zu sprechen. Mir fehlen oftmals die Worte und mit meinem Dialekt. Aber eigentlich ist es wirklich egal. Deswegen ziehe ich es jetzt auch durch. Mir ist auch egal, was meine Freunde, Bekannte, Verwandte, wer auch immer das alles noch sehen mag. Was sie irgendwann mal sagen, ich habe Spaß an der ganzen Sache, dementsprechend mache ich das jetzt einfach. Ja, und die Resonanz ist ja gar nicht so verkehrt. Ne? Ich kriege hier und da ein paar Likes, kriege hier und da ein paar Kommentare, die eigentlich alle, ich sag mal in Anführungszeichen, positiv sind oder beziehungsweise Tipps sind. Auf jeden Fall kein negativer Kommentar, auch kein negativer Daumen nach unten, das ist auch schon mal sehr gut. Vielleicht habe ich ja Glück und meine Videos kommen wirklich ganz gut an und ich habe irgendwann mal 50, 100 Abonnenten oder irgendwas, da würde ich mich schon riesig freuen. Aber das war mir nur mal wichtig, dass ich es mal sage. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Avata. Ich bereite jetzt wieder alles vor und sobald ich startklar bin, dann melde ich mich wieder. Also bis gleich. Was jetzt ein bisschen Mist ist, ich habe meine Mütze vergessen. Es ist jetzt so schwülwarm, das ist brutal. Normalerweise bräuchte ich meine Mütze, weil ich schon wieder schwitzen anfange, dadurch, dass es heute Vormittag geregnet hat. Heute Mittag haben wir eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Wir haben jetzt zwar nur 24 Grad, aber das ist trotzdem so schwülwarm gerade, das ist nicht schön. Jetzt, wenn ich die Brille auf habe, weiß ich, dass ich wieder hier den Schweiß des Todes bekommen. Aber naja, ist halt so. Muss ich mir mal merken. Ab jetzt immer, wenn ich zum Fliegen gehe, meine Mütze mitnehmen. Egal wie das Wetter ist. Auf geht's, Aufnahme läuft. Ich fliege jetzt erst im Normalmodus wieder. Ein bisschen wieder reinkommen. Erstmal hier alles ein bisschen anschauen. Wie es hier überhaupt ausschaut. Ist da oben alles. Genau, deswegen habe ich hier angehalten, weil hier nämlich so coole Bäume sind. Wo ich nämlich dann schön drum rumfliegen möchte.
Oh, schaut ganz easy aus hier. Okay, dann würde ich sagen, zuckt schon wieder irgendwas am Bein. Ich lege jetzt hier was mal wieder mit 15, 16 Grad. Und ab geht's. Hallo. Zuckt mich hier was im Gesicht. Das ist halt immer der Nachteil hier, wenn man hier auf irgendeinen Acker, auf dem Feld oder irgendwo fliegt. Auf eine Wiese jetzt hier im Sommer. Ist halt immer übel mit den ganzen Viechern. Ich will jetzt halt mal ein bisschen schauen, dass ich noch ein bisschen so meine Langsamflugeigenschaften ein bisschen besser rauskriege, dass ich mir eine bisschen cinematischer um die Kurve fliegen kann. Dieses Tieffliegen finde ich auch richtig cool. Das möchte ich eben auch noch ein bisschen üben. Ich kann das schnelle Fliegen, das ist ja wirklich kein Problem. Ne? Hoppala. Das schnelle Fliegen, dann dieses Abbremsen, langsam fliegen, das ist das, was ich noch ein bisschen, was ich gern richtig gut können möchte. Für später mal irgendwelche cinematische Aufnahmen. Aber ich brauche mich jetzt auch gar nicht an irgendwelche Freestyle-Tricks oder irgendwas ranzuwagen, weil ich erstmal das normale Fliegen üben muss. Solange das nicht hundertprozentig sitzt, brauche ich mit dem anderen Zeug gar nicht anfangen. Dann auch, dass eben diese Geschwindigkeitsverringerung, wenn man von schnell auf langsam geht, dass es dann schön vonstatten geht, dass es schön smooth ausschaut. Ich habe jetzt aber auch die letzten Tage gar nicht mehr im Simulator geübt, beziehungsweise ich hatte keine Zeit dafür. Das muss ich unbedingt noch ein bisschen nachholen jetzt wieder. Ich muss auf jeden Fall die ganze Zeit den Lüfter von meinen Goggles anlassen, weil ich wirklich schon wieder so dermaßen schwitze, da würde es uns alles beschlagen. Und ich werde irgendwie von Viechern aufgefressen hier gerade. Oh.
So Leute, der erste Akku ist zu 50% ungefähr verflogen. Hier ist ein richtig cooles Plätzchen, aber ich muss mir jetzt mal eine Wechselstellung suchen, weil hier kann ich nicht bleiben. Ich werde hier zusammengefressen von den Mucken. Eine Bremse hat mir schon ins Knie gestochen, der Oberschenkel ist verstochen, ich bin komplett kaputt. Ich habe Blut am Knie von der Bremse. Ja, ich sehe aus, hier werde ich komplett aufgefressen. Ich packe jetzt meine Sachen, schmeiße einfach alles im Auto in den Kofferraum rein und schaue, dass ich mal irgendwo, vielleicht doch mal auf dem Parkplatz oder irgendwo hingehe. Irgendwo, wo ich halt nicht so zusammengefressen wäre wie hier mitten in der Natur. Also, ich packe jetzt alles zusammen, wir suchen uns einen neuen Spot, weiter geht's, bis gleich.